Weiter hohe Corona-Zahlen. Der Bundesgesundheitsminister sieht aber Fortschritte beim Impfen. Prominente Schauspieler sorgen mit einer Protestaktion für Diskussionen. Heikler Termin für Angela Merkel als Zeugin im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Verteidigt die Kanzlerin ihren Einsatz für das Skandalunternehmen. Ab der jetzt kommenden Nacht gilt in weiten Teilen Deutschlands die sogenannte Bundesnotbremse mit nächtlichen Ausgangsbeschränkungen, die auch für Privatreisende gelten. Wie die Situation beim Impfen aktuell ist, dazu gab es heute Fragen an den Bundesgesundheitsminister und das Robert-Koch-Institut. Die Wissenschaftler dort warnten und erklärten aber auch, dass ihre schlimmsten Befürchtungen nicht eingetreten sind. Heike Slanski. Eine gute Nachricht heute aus der Bundespressekonferenz zur Lage der Pandemie. Die Prognose des RKI vor Ostern ist so nicht eingetreten. Der Inzidenzwert liegt nicht, wie befürchtet, über 300, sondern bei gut 160. Die Fallzahlen scheinen im Moment nicht mehr so rasant anzusteigen. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Ein Grund laut RKI: weniger Mobilität an den Ostertagen und? Es ist ja auch so, dass eben durch letztendlich die Warnung, die wir damit aussprechen, auch sich Verhalten verändert. Beim Impfen hat Bundesgesundheitsminister Spahn die Erwartungen etwas gedämpft, stellte klar, was er mit der voraussichtlichen Aufhebung der Priorisierung im Juni meinte. Das heißt nicht, dass wir dann im Juni schon alle impfen können, sondern das wird natürlich dann auch bis in den Sommer hineingehen müssen. Laut Bundesgesundheitsministerium sind zurzeit 18,5 Millionen Bürger zum ersten Mal geimpft, rund 22%. Den vollen Schutz, also die zweite Impfung, haben 5,7 Millionen erhalten, demnächst auch mit Johnson & Johnson. Wir freuen uns auf 4 hochwirksame zugelassene Impfstoffe. Auch der kommende ist sehr sicher über 80% wirksam. Die dritte Welle lässt sich jedoch weder wegimpfen noch wegtesten, so Spahn. Deshalb gelte nach wie vor die Devise, solidarisch Kontakte zu reduzieren. Die gestern erst verabschiedete Notbremse ist seiner Ansicht nach hart, aber nötig. Dann schauen wir jetzt ein bisschen nach vorn mit Shakuntala Banerjee in Berlin. Shakuntala, Montag gibt es einen neuen Gipfel zum Impfen mit den Länderchefinnen und Chefs und der Bundeskanzlerin. Was ist denn da zu erwarten, was dann künftig für Geimpfte gelten soll? Ja, da haben Bund und Länder ein Thema vor der Brust, das noch für ordentlich Spannung sorgen kann in den kommenden Monaten. Jens Spahn hat zwar heute schon gesagt, man ist schon dabei, sich vorzubereiten, darauf die Einreisebestimmungen zum Beispiel für Geimpfte anzupassen. Aber noch stehen mehr Fragen auf der Tagesordnung als Antworten. Zum Beispiel die, wie man mit vollständig Geimpften im Vergleich zu negativ Getesteten umgeht. Bekommen die dann dieselben Rechte, dürfen dann auch einfach einkaufen gehen zum Beispiel oder sich die Haare schneiden lassen? Oder wie sieht es aus mit den Vorschriften, die man momentan noch für alle gültig hat, nämlich Ausgangssperren oder Kontaktbeschränkungen? Darf man die auch noch denjenigen machen, die vollständig geimpft sind? Das sind schwierige Fragen und da ist auch noch nicht ganz klar, ob man sich am Montag da wird auseinandersetzen können und zu einem Ergebnis kommen kann. Ganz offen ist noch die Frage, wie geht man mit Kindern und Jugendlichen um, die ja auf Monate hinaus wahrscheinlich noch keine geeignete Impfung bekommen können. Am Montag beginnen da erstmals die Beratungen zwischen Bund und Ländern. Und Jens Spahn hat heute schon mal gesagt, ein Ergebnis kann er da noch nicht versprechen. Dankeschön nach Berlin. Und dann schauen wir jetzt auf die aktuellen Corona-Zahlen, die das Robert-Koch-Institut heute meldet. Innerhalb von 24 Stunden wurden dem RKI 27.543 Neuinfektionen gemeldet. Das sind 1.712 mehr als am vergangenen Freitag. 265 Todesfälle kamen dazu. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 164. In dieser Lage sorgen jetzt mehr als 50 bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler für große Diskussionen. Darunter Jan-Josef Liefers, Nadja Uhl, Ulrike Volkerts, Volker Bruch. Unter dem Motto "Alles dicht machen" veröffentlichten sie kurze Videos. Da geht es satirisch, zynisch um Politik in der Pandemie, Maßnahmen, Medien. Die Reaktionen Unverständnis, aber auch Applaus, der so zum Teil wohl nicht gewollt war. Volker Dutschek berichtet.
Von vielen geliebt, von mindestens so vielen abgelehnt. Die ironisch-satirische Abrechnung der Schauspieler mit der Corona-Politik der Bundesregierung. Die Videoaktion Hashtag alles dichtmachen von TV-Stars wie Jan-Josef Liefers polarisiert. Wir sollten einfach nur allem zustimmen und tun, was man uns sagt. Nur so kommen wir gut durch die Pandemie. Bleiben Sie gesund. Verzweifeln Sie ruhig, aber zweifeln Sie nicht. Und auch Kollege Ritchie Müller macht sich öffentlich Sorgen. Und deswegen atme ich immer aus dieser Tüte ein und in diese Tüte aus. Künstler wie Igor Levit halten die Aktion für falsch. Sie werde den Opfern der Pandemie nicht gerecht. Sachliche Kritik ja, aber keine pauschale Medienkritik, meint der Pianist. Ein auf gleichgeschaltete Medien und haha und ne, das ist keine Kritik. Das spaltet, es führt zu gar nichts, es hilft vor allen Dingen niemandem. Die Künstler bekommen Beifall aus Gruppen, mit denen viele nach eigenen Angaben überhaupt nicht sympathisieren. Alice Weidel von der AfD spendet Applaus. Hans-Georg Maaßen, Ex-Verfassungsschutzpräsident, nennt die Aktion großartig. Ulrich Mattes ist einer der international bekanntesten deutschen Schauspieler. Er hält die Aktion für falsch. Und sie liefert, was ich besonders fatal finde, Schützenhilfe für die gesamte Querdenkerszene und die AfD, die sich ja zum Teil in den sozialen Netzwerken begeistert darüber äußern. Nach dem Shitstorm in den sozialen Medien sind viele Schauspieler sprachlos und geben vorerst keine Interviews mehr. Einige haben ihre Videos zurückgezogen. Die Aufregung im Netz hält an. Das Thema auch gleich bei ZDF heute live zum Mitdiskutieren, auch via Facebook und YouTube. Und die Regeln zur neuen bundesweiten Corona-Notbremse gibt es ausführlich nachzulesen in der ZDF heute App. Unter anderem Antworten auf die Fragen, was da wo genau gilt und welche Bußgelder drohen. Dass der Staat die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise weiter abfedern kann, dafür hat der Bundestag heute den Weg freigemacht. Mit der Mehrheit von Union und SPD verabschiedete er den Nachtragshaushalt von 60,4 Milliarden Euro. Damit kann der Bund in diesem Jahr bis zu 240 Milliarden Euro neue Schulden machen. Unser nächstes Thema jetzt. Wieder ein wichtiger Tag im Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bundestages. Heute mit der Bundeskanzlerin als vorerst letzte Zeugin unter den politisch Verantwortlichen. Angela Merkel musste diverse Fragen beantworten, vor allem zu ihrer China-Reise im September 2019. Dort hatte sie sich für Wirecard stark gemacht, obwohl es schon Berichte gab über die Schieflage des Unternehmens. Als Lobbyist für Wirecard knüpfte damals Karl Theodor zu Guttenberg die Kontakte ins Kanzleramt. Aus Berlin berichtet Florian Neuhan. Der sechste Untersuchungsausschuss, dem Angela Merkel in ihrer Kanzlerschaft Rede und Antwort stehen muss, ist einer der erfolgreichsten. In wenigen Monaten hat der Wirecard-Untersuchungsausschuss flächendeckendes Kontrollversagen offengelegt und nebenbei für diverse Rücktritte oder Entlassungen gesorgt. Ob an der Spitze der Finanzaufsicht BaFin, der Wirtschaftsprüferaufsicht APAS oder der Prüfstelle für Rechnungslegung DPR. Angela Merkels Job ist heute nicht in Gefahr, ihr Ansehen vielleicht schon. Im September 2019 nämlich warb Merkel persönlich für das Unternehmen in China. Zwei Tage vorher noch hatte sie sich mit Ex-Minister Karl Theodor zu Guttenberg getroffen, der seine Kontakte damals für Wirecard zu Geld machte. Es ist Wirecard gelungen, einen bezahlten Lobbyisten mit direktem Gesprächskontakt zur Bundeskanzlerin direkt vor Abflug der Bundeskanzlerin nach China ins Kanzleramt zu bringen. Die Kanzlerin hat sich von ihm dazu bringen lassen, in Wirecard, in China für Wirecard zu werben. Merkel will keinen Fehler erkennen. Mit dem damaligen Wissen sei der Einsatz für Wirecard richtig gewesen. Von Wirtschaftsprüfern bis zur Finanzaufsicht. Auf der Fachebene wurden viele zur Verantwortung gezogen in diesem Skandal. Nur auf die Frage nach der politischen Verantwortung für das Kontrollversagen erhielt der Untersuchungsausschuss keine Antwort, weder vom Finanzminister noch von der Kanzlerin. Auch ehemalige Minister zu treffen, sagt Merkel, sei selbstverständlich. Doch selbst CSU-Parteifreunden ist der Einsatz von zu Guttenberg peinlich. Es gibt Dinge, die tut man einfach nicht, nämlich sich bei der Bundeskanzlerin für eigene Geschäfte einzusetzen. Und deshalb habe ich mich für meine Partei entschuldigt, weil mich das sehr berührt hat. Es bleibt die einzige Entschuldigung an diesem Tag.
Und damit in dieser Sendung ins Ausland. 24 Tage lang war der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexei Nawalny im Hungerstreik. Jetzt hat er angekündigt, langsam wieder Nahrung zu sich nehmen zu wollen. Ärzte hätten ihn gewarnt, dass er ansonsten sterben könnte. Nawalny wollte mit dem Hungerstreik erreichen, dass seine Ärzte ihn wegen starker Rückenschmerzen behandeln. An dieser Forderung halte er fest, sagt Nawalny heute. Die katholische Kirche und wie sie die Missbrauchsvorwürfe aufarbeitet. Kritiker sagen, zu wenig transparent und viel zu langsam. Natürlich steht das Thema auch im Mittelpunkt der Frühjahrsversammlung der katholischen Laien, also von denen, die kein geistliches Amt innehaben und sich dennoch um ihre Kirche sorgen. Dorte Ferber. Seit 5 Wochen kennen sie das Missbrauchsgutachten ihres Erzbistums Köln. Seit 5 Wochen debattieren sie, was muss anders werden in ihrer Kirche. Wir haben keine Ruhe, sondern es brodelt noch an der Basis. Ich erwarte einfach eine offene Diskussion über die Ursachen des Missbrauchs. Und die wird eben vom Kardinal leider abgelehnt. Es werden Menschen ausgetauscht. Also im Moment sind sie ja nur suspendiert sozusagen, aber davon haben wir noch keine Struktur verändert. Nach dem Missbrauchsgutachten in Köln fragen sie sich, wie geht es nun weiter mit der Aufarbeitung der sexualisierten Gewalt? Es knirscht noch immer in Köln, heißt es aus dem Diözesanrat dort. Dabei sind die Erwartungen ganz eindeutig, sagen die katholischen Laien. Wir diese Aufarbeitung nicht als etwas begreifen, wo man irgendwie so ein Nebenbei-Thema abräumt, sondern dass wir das begreifen als eine wirklich fundamentale Krise der Kirche. Auf der Frühjahrsvollversammlung des Zentralkomitees der Katholiken spielt die Aufarbeitung eine große Rolle, auch in den eigenen Reihen, etwa bei der Jugendarbeit. Wo haben wir als Laien mitgewirkt? Wo haben wir an der Vertuschung mitgewirkt? Wo haben wir auch selber Missbrauch ausgeübt? Was ist in unserer Gemeinde passiert, in unseren Verbänden, in unseren Räten? Die Laien wollen nun vorangehen und aufklären. Sie wollen ihre Verantwortung wahrnehmen.